So, dieses Video ist zwar eine Zeitblase, weil es jetzt im Nachhinein erst gedreht wird. Das Video ist jetzt fertig geschnitten. Ja, was ich noch sagen möchte dazu, was mir aufgefallen ist, hört euch die Geschichte oder schaut euch das Video mit Kopfhörern jetzt an. Also jetzt Kopfhörer aufsetzen, weil dann habt ihr ein etwas besseres Klangbild, wie sich's in der Realität anhören könnte. Aber leider tut's das im Video dann auch nicht wirklich so, weil halt durch die Kamera, dem Mikrofon und der ganzen Geschichte das nicht so wirklich realitätsmäßig rüberkommt. Wie gesagt, hört's euch mit Kopfhörer an, weil mit einer Anlage, wenn ihr euch das anhört, könnte es eventuell das Ganze verfälschen, weil ihr dann denkt, ah, der Subwoofer läuft trotzdem mit. Aber das tut's nicht, außer am Ende des Videos mal ganz kurz. Ja, das war's jetzt von mir. Und viel Spaß jetzt beim eigentlichen Video. So, herzlich willkommen Leute zu diesem Video. Ein Abonnent von mir hat sich auf das Video, wo ich letztes Jahr oder so mal gemacht habe von meinem Eden-System, mal ein Update gewünscht in Kombination Subwoofer aus, weil er möchte sich auch diese POW 113.2 kaufen und in Kombination mit Subwoofer hat er gesagt, hat er jetzt den Klang nicht so wirklich rausgehört. Ich sage euch wie folgt, klanglich kommt es auf der Kamera eh nicht so rüber, wie es halt immer so ist. Aber ich mache jetzt mal, ich habe jetzt hier Subwoofer ausgeschalten, mache jetzt hier wieder von der Copyright irgendwas an und ja, dann hauen wir mal schnell ein Lied rein. Also das jetzt ohne Subwoofer. Ich gehe mal ein Lied weiter. Beispiel Subwoofer. Jetzt mache ich ihn wieder aus. Jetzt ist er aus. Mit Subwoofer natürlich schon eine ganze andere Hausnummer. So, ein kleines Stück habt ihr jetzt mit Subwoofer gehört, dass ihr mal den Vergleich habt. Ja, ansonsten wünsche ich euch wieder was. Ich packe mal den Link von den Lautsprechern unten in die Beschreibung rein. Ansonsten war es das jetzt von mir und ich hoffe, das war jetzt zu wünschen oder der Wunsch wurde jetzt erfüllt von dem Abonnent. Und ich wünsche euch wieder was. Bis demnächst. Servus.